Und wir kommen zum letzten Beitrag vor der Pause. Hier kommt zu euch eine Frau aus Hamburg, die für Hamburg in den Ring steigt, für den Regionalausscheid Nord. Sie hat in Weihenstephan im schönen Bayern studiert. Dort wird auf dem Campus gebraut. Meine Herrschaften, es lohnt sich also, dorthin zu gehen. Sie ist promovierte Biologin und Virologin. Und sie ist diejenige, die euch jetzt erzählen wird, und das gefällt mir als Rheinländer und Karnevalist besonders gut, warum manche HIV-Viren Hütchen oder Pappnasen tragen. Hier ist für euch Helga Hoffmann-Sieber! So, in den nächsten 10 Minuten möchte ich einfach mal der Frage nachgehen, ob Scheren im Kampf gegen HIV helfen können. Und im ersten Moment mag diese Frage etwas befremdlich klingen, denn der beste und effizienteste Schutz vor einer HIV-Infektion sind immer noch Kondome. Und Kondome und Scheren sind ja nun zwei Dinge, die man tunlichst voneinander getrennt halten sollte. Also stellen wir die Frage erstmal zurück und schauen uns an, was HIV in unserem Körper eigentlich macht und warum das eigentlich so gefährlich ist. Also hier oben im Bild HIV. Wir sehen das Virus bei einer Infektion. Das Virus dockt an der Zelle an, entlässt dann seine Erbinformation, also seinen Bauplan ins Zellinnere. Da wird der nochmal abgeschrieben. Und dieser abgeschriebene Bauplan, der wird dann in die Erbinformation der Zelle eingebaut. Und damit das Ganze jetzt nicht so abstrakt ist, kann man sich diese Zelle also auch vorstellen, so als kleines Männchen, das in der Hand eine dicke Gebrauchsanweisung hält. Die Gebrauchsanweisung ist also die Erbinformation. Und da steht alles drin, was diese Zelle zum Existieren, Funktionieren, für die Teilung braucht. Also wirklich alles. Und das Einzige ist jetzt nur, bei so einer HIV-infizierten Zelle ist da eben auch der Bauplan von HIV mit drin. Und jetzt können im Prinzip zwei Dinge passieren. Erstens, nichts. Das heißt, die Zelle teilt sich ganz normal weiter, die lebt weiter wie gehabt, aber alle Nachkommenzellen enthalten jetzt auch den Bauplan von HIV. Und jetzt kann es nämlich plötzlich zur zweiten Sache kommen. Das heißt, das Virus wird reaktiviert. Wie muss man sich das vorstellen? Also irgendwann, während die Zelle da so diese Gebrauchsanweisung blättert, entdeckt sie plötzlich, der Bauplan von HIV. Und da wundert sich die Zelle vielleicht noch. Aber hey, wenn es in der Gebrauchsanweisung steht, dann wird das ja wohl auch stimmen. Und das heißt, die Zelle fängt also an, anhand dieses Bauplans unglaublich viele Viren zusammenzubauen. Und ja, das ist dann leider auch so ziemlich das Letzte, was diese Zelle tut, denn sie stirbt. Und diese neu gebildeten Viren, die sind jetzt also wieder in der Lage, neue Zellen zu infizieren. Normalerweise haben wir gegen sowas ein Immunsystem. Ne? Also jeder gesunde Mensch hat ein funktionierendes Immunsystem und das ist in der Lage, Infektionen abzuwehren. Dafür haben wir es. Und dieses Immunsystem läuft eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, das Immunsystem scannt seine Umgebung, es erkennt Fremdes und leitet dann umgehend die Eliminierung ein. Und dieses Prinzip ist, wie gesagt, immer das Gleiche. Das Einzige, was dabei variiert, ist die Zeit. Kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn das Immunsystem einen Erreger zum ersten Mal sieht, dann überlegt es vielleicht noch, ist das fremd, ist das nicht fremd, sollte das eliminiert werden oder vielleicht doch nicht. Man kennt das von sich selber, wenn man eine Sache zum ersten Mal macht, dann braucht das einfach ein bisschen länger. Wenn das Immunsystem aber einen Erreger zum zweiten, dritten, vierten Mal dann sitzt der Hammer schon relativ locker, dann geht das Scannen, Erkennen, Eliminieren, puff, und der Betroffene merkt unter Umständen gar nicht mal, dass sein Immunsystem gerade aktiv war. Und das funktioniert normalerweise sehr gut, denn bei Erregern gilt, kennst du einen, kennst du alle. Das heißt also, wenn das ein Erreger so aussieht, dann sehen die Nachkommen von diesem Erreger eben auch alle gleich aus. Und wie ist das bei HIV? Naja, bei HIV liegt die Sache ein bisschen anders. Ich hatte das ja eingangs erwähnt, dass HIV seinen Bauplan nochmal abschreibt. Und jetzt kommt es quasi zum Tragen, dass HIV gewissermaßen der Legastheniker unter den Viren ist.
Das heißt, es macht beim Abschreiben unglaublich viele Fehler und deswegen sieht ein Ach-Komm-Virus von HIV nicht so, sondern vielleicht so aus. Und bis das Immunsystem erkannt hat, dass das auch HIV ist, hat dieses Virus schon wieder neue Zellen infiziert und die produzieren jetzt Viren, die vielleicht so, so oder so aussehen. Und auf die Art und Weise entsteht also ein permanenter Wettlauf zwischen dem Immunsystem und dem Virus, das in aller Regel das Virus gewinnt. Da wäre es jetzt schon praktisch, eine Schere zu haben, mit der man den Bauplan von HIV aus der Zelle einfach wieder rausschneiden könnte. Die Frage ist nur, wo bekommt man so eine kleine Schere her? Und die Antwort, die gibt so oft, wie so oft die Natur selber. Also hier. Aber man muss schon sehr genau hinsehen, wer da so unverhofft seine Hilfe anbietet. Und sie kommt natürlich auch von ziemlich unerwarteter Seite. Das sind nämlich Bakteriophagen, also Bakterienviren. Das heißt, das sind Viren, die Bakterien infizieren können. Und von diesen Bakteriophagen können wir also zwei Dinge lernen. Erstens, auch Bakterien können krank werden. Das heißt, es gibt sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Und zum Zweiten hat dieser Bakteriophage ein Problem gelöst, das wir alle kennen. Man kennt jeder. Da hat man gerade so sein Kopfhörerkabel so schön ordentlich aufgewickelt. Und wenn man das dann so in die Hosentasche steckt und 5 Minuten später wieder rausholt, dann sieht das so aus. Total verknäult. Und genau das gleiche Problem hat auch dieser Phage. Das sind zwar nicht die Kopfhörerkabel, aber der verknotet immer wieder seine eigene Erbinformation. Und das ist schlecht, denn wer seine eigene Erbinformation nicht im Griff hat, der endet sehr schnell auf dem Abstellgleis der Evolution. Deshalb hat dieser Phage also eine Schere entwickelt. Und diese Schere ist in der Lage, solche Knoten in der DNA zu öffnen und die DNA unverknotet wieder zusammenzusetzen. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Schere in der richtigen Größe. Die Sache hat nur einen Haken. Denn wenn ich dieser Schere jetzt die Phagenerbinformation zeige, dann freut die sich. Das kennt die, das kann die schneiden. Aber wenn ich ihr die HIV-spezifische Sequenz zeige, Fehlanzeige, da wird nichts geschnitten. Das heißt, wir haben hier einen Mitarbeiter in der richtigen Größe, aber fachlich müssen wir den noch so ein bisschen auf Vordermann bringen. Und wie funktioniert das also? Das haben unsere Kooperationspartner in Dresden gemacht. Die haben diese Schere trainiert und im Wesentlichen läuft das so ab. Man nimmt die Schere, packt die in den Pott, da kommt der Deckel drauf und dann wird erstmal genetisch rearrangiert, denn Lernen soll ja auch Spaß machen. Und dabei kommt dann so ein ganzer Pulk von unterschiedlichen Scheren raus, also Scheren, die sich ganz leicht unterscheiden. Und denen zeige ich jetzt nicht die ursprüngliche Phagensequenz, sondern ich zeige ihnen eine Sequenz, die ganz leicht davon abweicht und schon so ein bisschen hin zu der HIV-spezifischen Sequenz verändert ist. Und dann gucke ich mal, wer von den Kandidaten da oben das immer noch erkennt und schneiden kann. Die kommen dann wieder in den Topf und da wird wieder genetisch rearrangiert. Und das Ganze wird dann so lange wiederholt, bis ich zum Schluss eben tatsächlich eine Schere habe, die die HIV-spezifische Sequenz erkennen kann und schneiden. Ja, und mit dieser Schere ist es uns dann eben tatsächlich gelungen, so eine HIV-Infektion rückgängig zu machen. Und das zum allerersten Mal überhaupt. Das Ganze... funktioniert zwar erst in Zellkultur, das heißt also mit Zellen, die in einer Flasche wie dieser hier wachsen. Und es gehört jetzt nicht so wahnsinnig viel Vorstellungskraft dazu, um zu erkennen, dass zwischen hier und einer erfolgreichen Anwendung im Menschen noch ziemlich weiter Weg zu gehen ist. Aber gibt die Methode ja eines Tages die Möglichkeit, das Rennen gegen HIV tatsächlich zu gewinnen. Dankeschön. Das war für euch aus Hamburg die Frau, die Mini-Scheren trainieren kann. Helga Hoffmann-Sieber! Und ihr habt vor der Pause noch einmal Gelegenheit, euch Gedanken zu machen, wie viele Punkte ihr vergeben wollt. Ab jetzt!
Auch hier wieder sind die 90 Sekunden musikalisch untermalt von Juju Panini vorbei. Ich bitte euch, zu einem Ergebnis zu kommen und mir eure Votes zu zeigen bei 3, 2, 1 und wir rechnen gleich zusammen. 3, 2, 1. Die Votes für Helga. Ich sehe oben auf der Empore 1, 2 und die Herrschaften in der Mitte brauchen noch ein bisschen. Herrschaften in der Mitte, eure Votes. 3, Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unten. Eine 8, eine 9, eine 8. Eine 7, eine 9, eine 8. Eine 8, eine 8. Eine 9, eine 8. Das sind für den Vortrag von Helga 82 Punkte!